Seid gegrüßt, meine lieben Freunde, da bin ich wieder, euer Zordan. Und wie ihr seht, habe ich hier noch eine zweite Kiste installiert, denn es ist ja wie es ist. Der Bau einer Burg braucht viel mehr Ressourcen, als man sich das am Anfang so gedacht hat. So, hier habe ich schon mal ausgeschachtet, damit wir dann hier den Fußboden installieren können. Und jetzt will ich schon wieder da lang. Hier ist doch unser neues Treppenhaus. Heute wollten wir ja mal gucken, wie das aussieht. Wenn man das so wie von Bashaki vorgeschlagen mit, eigentlich könnte man diesen Treppenbalken, könnte man ja eigentlich auch aus was anderem machen, ne? Stein? Ich glaube Stein. Wartet mal, das machen wir mal gleich. Wie gesagt, wie von Bashaki vorgeschlagen, hier so ein anderes Muster in die Wände setzen. Das machen wir dann gleich. So, jetzt erstmal nagel ich mich hier erstmal runter und dann setzen wir das hier mal aus Stein hoch. Und ich glaube fast, das würde aus glattem Stein am besten aussehen. Wenn es dann mehr so diesen Säulencharakter bekommt, oder? Guck mal, jetzt haben wir eine freischwebende Wendeltreppe. Oh, jetzt aber beeilen, sonst fällt die gleich runter. Eieiei. Jetzt komme ich hier die eigene Treppe nicht mehr hoch. Junge, so, Cleanstone. Ich war nämlich in der Zwischenzeit zwischen den Folgen. Ich hatte die heutige Folge im Prinzip schon mal angefangen, musste die dann aber abbrechen. Und dann habe ich in der Zwischenzeit, wo ich dann nicht aufgenommen habe, mal wieder im Berg, in der Bergfestung gearbeitet und mit meiner Behutsamkeitsspitzhacke reichlich Cleanstone rausgeklöpelt, denn der wurde so langsam knapp, beziehungsweise auch hier für die entsprechende, diese Wolken, für diese entsprechenden Steine hier. So, so einen runter. Für diese Steine da. So, hier müssen wir noch überlegen, was wir da dazwischen machen. Unten habe ich das hier auch so, ne? Ja, dann mache ich das hier auch, oder? Ich habe mich ja noch gar nicht dafür entschieden, ob die hier auch alle in Schwarzeiche werden, aber die Fußböden gegebenenfalls aber schon. So. Mauertest die erste. Wir hätten ja hier, mal kurz gucken, haben wir das so, dann machen wir das hier auch so. Erstmal eine Reihe weiß rüber. So, und dann ist da die nächste weiße und da die nächste weiße, genau, das können wir ja auch mal hier so. Das Einzige, was ich jetzt gleich noch machen muss, da müssen ja natürlich auch wieder Fensteraussparungen rein. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, das gleich komplett so zu machen. Ich bin in der falschen Etage auch, ne? Fällt mir gerade auf. Völlig. Na, gucken wir gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind das. 1, 2, 3, 4 wäre die Mitte. Und in der Mitte machen wir aber kein Fenster. Upsala. Sondern entweder so. Entweder solche Fenster oder eigentlich würden ja so enge Fenster da mehr Sinn machen. Na, egal. So. Da ich ja hier in der falschen Etage bin, jetzt mal eine wieder runter. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Da bin ich wieder, euer Zorn. Und hier geht's jetzt so lang, wie das wirklich lang gehen sollte. Achso, und das, ja genau, weil ich ja in der letzten Folge schon mal aufgenommen habe, sieht man das hier auch schon mal so ein bisschen. Denn hier ist es genau andersrum als da oben, ne? Da haben wir die hier, ja, das ist auch richtig. So. Und hier müssen wir mal hochgehen. Kurz, damit wir das hier so weiter ergänzen können. Also weiß und oben weiß. Und hier den. Und auf der anderen Seite ist das ja schon. So, dann können wir jetzt hier gleich weitermachen. Weiß bleibt weiß. Und auch hier müssen wir dann gleich mal abzählen, wie wir so die Fensterchen konstruieren. Konstruieren. Da irren wir uns auch nicht. Ja. So. Kommen wir hier schon mal so. Also, meine Höhenangst ist ja eigentlich noch präsent, aber ich bin hier ganz schön wild munter am Langbauen. Das muss man mir ja mal lassen. So. Was haben wir noch? Soweit ich weiß. Aber wisst ihr, ich mache das jetzt mal zu und dann kloppe ich wieder raus, was ich dann als Fenster nehme. Das macht ja nichts, das geht ja. Kann man ja bei Minecraft zum Glück alles machen.
Hier oben sollen die Fenster nicht ganz so prächtig sein wie in der unteren Etage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind das. 1, 2, 3, 4, 5 ist also die Mitte hier. Und hier wollte ich eigentlich so hohe Fenster machen. Die Frage ist nur, macht man da nur eines? Eines pro Familie? Ich glaube, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob hier die Breite eine andere ist. Das müssen wir gleich mal herausfinden. So, machen wir hier wieder. Das muss ja so auf so ein paar Ebenen nebeneinander so sein, dass man das besser vergleichen kann mit wie es vorher aussah und damit ich das dann dementsprechend unten korrigieren kann. So, ne? So ungefähr, ziemlich genau ungefähr so würde sich das gedacht haben. Putsch, ja, ich weiß, aua. So, dann so. Hier dran hoch. Und einen haben wir noch. Den habe ich den da drüben jetzt gemacht. Ja, das sehen wir ja gleich in meiner Fehlerkorrektur, die garantiert kommen wird. Ich kann auch einfach mal linsen. Ja, sieht so aus. So, wie breit ist denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ein Zufall aber auch. 1, 2, 3, 4, 5 ist die Mitte. Gott, der weiße Lehm, der weiße Lehm. Ich muss wahrscheinlich nochmal gehen. Der Fino hat ja gemeint, ich würde nicht so viel halten von dem Erhalt der natürlichen Schönheit. Aber dafür ist das Tafelberge-Biom ja auch da. Ich bin schon bemüht, dass das auch nicht so zerstört wird, dass man da gar nichts mehr sieht oder so. So wie Ceron das vorgegeben hat. Die Fenster stehen ja immer ziemlich niedrig, wenn man das von außen sieht, aber die müssen ja so sein, dass es dem Fußboden entspricht und nicht so, wie man jetzt das von der Außenoptik vermuten würde. So. Haben wir hier mal kurz rüber. Yep. So, so. Und so. Und sonst so. Ja, die Burg, das ist ein langes Projekt und dafür muss man dann auch erstmal den Mut, sag ich mal, und die Geduld aufbringen, das so zu tun. 1, 2, 3, 4, 5. Also hier die Mitte, die markieren wir mal so. Aber was soll ich sagen? Ich habe den Mut dazu. Ich mache das. Können wir es schaffen? Ja, wir schaffen das. Wir sind nämlich wahnsinnig und deswegen bekommen wir alles hin. Ein wenig Wahnsinn und ein wenig Unsinn schafft man doch alles in dieser Welt. Hier ist es jetzt noch ein länger. Das kann man natürlich auch machen. Das gucken wir auch gleich mal von unten, wie das so aussieht. Ich glaube, jetzt können wir eigentlich schon mal vergleichen, oder? Ich renne mal kurz die Treppen runter. Ja, doch so mit so einer Cleanstone-Säule, also hier glatten Steinsäule, sieht das doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Verkleidet werden wird das Treppenhaus ja ohnehin noch. Der große Saal. Gott, ist der lang. Puh. So, hier ist auch schon für Fußboden vorbereitet, den ich in der nächsten Folge wahrscheinlich dann beginne. Damit wir so ein bisschen Abwechslung reinkriegen, ne? Dann mache ich nach und nach das und das und das und das und das. Und dann können wir innen einrichten und sowas. Und dann damit schon mal beginnen. So, jetzt werfen wir mal einen Blick drauf. Wenn denn die Wolken weg wären, würde das viel mehr gelingen. Vielleicht muss ich die Wolken einfach mal zu diesem Zwecke kurz... Mojang, verleihe mir die Macht, die Wolken für einen Moment erstmal zu finden. Wo sind sie denn? Und sie zu entfernen.
das ist es nicht. Details vielleicht. Details. Sind hier irgendwo Clouds? Ja. Fast, fancy, off. So. Tada. Mojang hat mir diese Bitte gewährt, aber dafür ist es jetzt leider auch schon dunkel geworden. Ach ja, und so sieht das dann aus. Also da oben mit diesen Fenstern, das ist doof. Da mache ich dann lieber welche, die... Dann vielleicht doch nur eins in der Mitte oder so, die dann hochgehen. Oh, und da bin ich zu weit rüber mit den Teilen. Sieh an. Also auch noch einen Baufehler reingehauen. Na gut, das können wir dann gleich korrigieren. Und hier in der Ebene, da sehen die noch einen größer, sehen die Fenster schon noch besser aus. Das machen wir dann so. Okay, also ab ins Bett und dann weiter an den Fenstern gebaut da oben. Dann werden wir mal den Baufehler korrigieren. Nachti. So. Dienstag ist's, noch ein Stückchen, gleich ist Mittwoch, also gleich ist dann die Folge vorbei. Aber auf jeden Fall so mit diesem Verzahnungsmuster, das ziehen wir dann auch im Rest der Burg durch, das sieht schon gut aus. Das wird ein bisschen gefährliche Arbeit da werden, weil da muss ich ja wie mit Baugerüsten aus Erde dann irgendwie versuchen, da lang zu klettern. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein sozusagen gehbarer Gangweg, theoretisch. Bla. Uah! Was? Wo hat der sich denn versteckt? Verdammte Axt. Siehste, meine Creeper-Allergie, da kommt sie wieder durch. Oh nein. Boah, der hat mir ja richtigen Schaden angerichtet. Oh, wenn ich das der Versicherung melde, die kriegen eine Krise. Er hat mir sogar hier wertvolle blaue Steine weggeballert. Oh. Mann. Naja, erstmal wieder ein bisschen Fundament rein. Gießen hier. Und da habe ich auch schon nicht genug. Okay. Also gut. Dann müssen wir also das erstmal reparieren und dann oben in der nächsten Folge weiterarbeiten wahrscheinlich. Ey, Frechheit. Elendes Creeper. Ich hätte mal auf die Karte besser gucken sollen. Hätte ich den wahrscheinlich gesehen. Oh. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Zumal ich diesen Enderstein habe ich nur noch unten. Was brauche ich noch? Fichti. Habe ich noch angefangen, eine Fichti? Boah, doch richtig viel. Na, zum Glück hat er kein Endgestein weggeballert. Können die wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das ist hier die... Grenzungslinie dafür. Da fehlt noch einer. Dann der Fichti. Ich muss hier dringend mehr ausleuchten anscheinend. Man ist ja selber schuld, ne? Wenn die sich hier breit machen können, dann ja nur, weil man zu wenig ausgeleuchtet hat. Oh ja, und hier da auch noch eine ganze Reihe Steine weggeknallt. Hier ist ja nur noch offen, damit ich hier rein und raus kann. So, Schaden ist wieder behoben. Dämlicher Creeper. Sonst alles gut hier? Unglaublich. Ich hasse Creeper. Vor allem, das war eine typische Creeper-Attacke, ne? So richtig Stealth von hinten. Merkst du nicht, denkst nicht dran und plötzlich macht's Kaboom. Da fliegt einem ja das Blech weg. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. So, erstmal ein Frühstückshandel nehmen. Ich bin schon ganz durcheinander. Hier muss ich weiter. Okay, können wir doch noch oben ein Stückchen weitermachen. Dann machen wir erstmal ganz oben den Baufehler. Korrigieren wir da mal kurz. So. Ja, genau, die hier, weil die sind Quatsch, weil die sind ja da schon in dem anderen Ding integriert. Wo ist der hin? Irgendwo auf Nimmerwiedersehen heruntergefallen. Schade. Also jetzt nochmal neu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind es ja trotzdem. Das ist 5 trotzdem die Mitte. Ja, dann machen wir da nur ein Fenster in die 5 rein. 1, 2, 3, 4, 5, da... Und zwar auch nur ein Zweierfenster. So sieht das dann hier oben aus.
Was? Wo? Wer? Wo ist hier ein Skelett? Muss ich aufpassen. Hier irgendwo hat sich einer versteckt. Na, warte. Laut Karte steht er genau hier, aber das kann ja nicht sein. Oder ist der ganz oben drauf? Dann ist der gerade erst entstanden. Hey, Knochenmann. Wo bist du? Drüben im Turm? Nee. Können noch mal ganz kurz, wo wir schon hier stehen, hier einmal so schnell die Dinger verbauen und mal runtergucken. Also von hier oben ist die Aussicht gigantisch. Das ist wirklich der höchste Punkt der Hexenwacht werden und so ist es ja auch gedacht. Wobei der Turm wird dann der höchste Punkt werden. Den muss ich ja noch dann nachbauen. Okay, das Skelett scheint sich wieder entfernt zu haben. Wenn er weiß, was gut für ihn ist. So. Und genauso in diesem Stil mache ich jetzt hier die Seite einfach noch schnell fertig und dann machen wir nächste Folge, also machen wir das noch schnell fertig und dann gehen wir runter ein bisschen Fußboden bauen wegen der Abwechslung. Macht's gut, Freunde, bis morgen. Tschüss.